Ahoi Kapitän und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warships. Diesmal in der Friesland, dem europäischen Zerstörer auf Tier 9 im Herrschaftsmodus gefahren. Hier ist die Friesland, eins der Flak-Monster im Spiel, was die Zerstörer angeht. Defensives Flakfeuer hat sie natürlich auch. Ja, wenn sie angucken will, wie ich sie ausgestattet habe, bitte einfach auf die Pause-Taste klicken. Wie immer, 19er Kapitän ist bei mir drauf. Der hat auch eigentlich alles, was er braucht, würde ich sagen. Und tja, natürlich sind wir in einem 10er-Match. Ohne CV. Tja, keine Flak, keine Friesland. Na, mal gucken. Yamato, Iowa, Tirpitz, Vladivostok, Lenin. Ja, okay, 5 Schlachtschiffe. Tja, und der Rest ergibt sich dann sozusagen. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir mit der Friesland denn jetzt hier so machen können. Ich hatte mich gerade so schön auf CV-Ärgern eingestellt als DD. Ich fliege ja als CV immer zuerst die DDs an. Ich weiß aber auch, dass ich einen weiten Bogen um die Friesland machen muss. Denn also das ist fast unmöglich, da wirklich ranzukommen. Gerade eben auch, wenn man nicht mit einem 10er CV unterwegs ist, sondern einen 8er hat. Da geht gar nichts. Also, tja, hier jetzt komplett andere Vorzeichen. Fahren wir einfach mal zu unserer Shimakaze hier an A. Können die vielleicht ein bisschen mit den Gans unterstützen, denn das darf man bei der Friesland auch nicht vergessen. Die Gans sind richtig stark. Also, ist zwar nicht allzu viel, was wir davon mitbringen, aber das, was wir mitbringen, tut weh. Also, insofern, Friesland kann sich gut nebeln und kann dann auch gut austeilen. Und in jedem Falle können wir jetzt hier perfekt zusammenarbeiten mit einer Shimakaze, wenn das denn funktioniert, wenn die Shima spottet. Tja, und wenn sie dann auch hoffentlich lang im Spiel bleibt. Ah, da geht jetzt schon was auf. Okay, eine Cleveland ist jetzt hier. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Da müssen eigentlich unsere Schlachtschiffe jetzt gleich mal drauf los. Stalingrad ist auch mit dabei. Also insofern, ich werde den mal anpingen und werde jetzt hier auch nochmal die Richelieu mit anpingen, dass der einfach weiß, hey, das ist im Prinzip das Ziel Nummer 1. Und ich werde jetzt auch erstmal noch nicht schießen. Ich weiß nicht, ob hier vorne irgendwo ein DD ist, der mich dann aufmachen würde, wenn ich schieße. Und ich will eigentlich noch gar nicht, dass die wissen, dass ich komme. Ah, Cleveland dreht auch ab, das ist gut, dann kann ich noch ein Stückchen weiter nach vorne fahren. So, die anderen cappen D schon. Hier in A tut sich noch nichts, das ist gut so. Denn eigentlich möchte ich da rein. Oh, und da schlägt es auch gerade um. Und ja, jetzt... Oh, da hat es auch eingeschlagen, nicht umgeschlagen. So, nun wollen wir mal gucken. Also, Cleveland ist 11 Kilometer weg und kriegt da ordentlich Prügel. Tja, dann werde ich jetzt einfach mal sehen, dass ich hier mich so ein bisschen anschleiche. Die Morgador und die Shimakaze sehe ich. Die sind an D, das heißt, ich weiß auch, dass in A die Black ist. Das ist natürlich jetzt eine Hausnummer. Der mit seinem Radar, also muss ich so nah ran, dass ich mit meinem... Ah, da ist er auch schon! Na dann, wollen wir gleich mal die Gans sprechen lassen hier. So, Basis verteidigt und dann hauen wir ihm ordentlich einen rein. Also ich habe natürlich Hydro sofort gestartet. So, seine Torps kommen. Mal ausweichen. Ja, was ich sagen wollte, ich darf ihm natürlich jetzt nicht den Vorteil lassen. Also ich muss ihn im Hydro-Bereich halten. Aber so sehen wir uns ja eh beide. Also auf unter 2 Kilometer. So. Und da kriegt er für alt und für neu und ist auch gleich weg. Tja. Nun haben wir zwar auch hier ordentlich was verloren, aber wir haben die Black rausgenommen. Und wir haben jetzt hier eine ganz gute Position, um mal so ein bisschen den Nebel der Black zu nutzen und auf diese Vladivostok mitzuschießen. Der da ja scheinbar rückwärts fährt. Tja, und jetzt sieht man eben auch, was ich gemeint habe, als ich gesagt habe, mit den Guns kann man ganz ordentlich austeilen. Der Reload ist natürlich extrem.
gerade wenn man am Anfang eben auch HP verliert und der Adrenalinrausch dann auch einsetzt, 1,5 Sekunden. Das heißt, es ist ständig was in der Luft, was in Richtung Vladivostok jetzt fliegt. Ja, der erste Brand an der Vladi, oder ist es schon der zweite? Weiß ich gar nicht, ob die Black gebrannt hat. Ist mir auch egal. Auf jeden Fall noch ein Brand. So, bei dieser Menge Granaten ist es natürlich klar, dass da auch mal ein Brand kommen muss. Aber wenn ich mir angucke, wie viele Durchschläge und wie viele Nicht-Durchschläge ich jetzt hier habe, das ist natürlich nicht so schön. Das Verhältnis würde ich mir andersrum wünschen, aber naja. Wenn wir beim Wünschen sind, wünsche ich mir jetzt erstmal einen Brand. Ach, und da ist ein Doppelbrand. Ja, sehr schön. So. Dann geht's hier weiter auf die Vladivostok. Wir haben inzwischen drüben auch einen Zerstörer verloren. Die anderen haben einen Kreuzer ja auch schon verloren. Also im Moment noch alles in der Erfindungsphase. Aber wir haben zwei Caps, die für uns ticken. Und tja, die anderen versuchen jetzt D zurückzubekommen. Aber da steht unsere Ron drin. Na, mal sehen, wie das jetzt hier läuft. Also erstmal kann ich natürlich jetzt hier noch wieder ein Stückchen weiter nach vorne fahren. Mir eine andere Position suchen. Und mal sehen, na, die Yamato ist auch gerade noch so in Range. Vielleicht kann ich den auch nochmal anstecken. Hier drin gehe ich auch nicht auf. Solange da nichts von vorne ranfährt, was mich jetzt spotten könnte. Und jetzt nochmal ein bisschen die Vladivostok. Diese Lenin, die macht mir so ein bisschen Kopfzerbrechen, der hier direkt am Cap steht. Aber im Moment noch nicht. Ja, jetzt kommt hier die Insel in den Weg. Oh, da kommt die Richelieu. Tja, der macht seinem Namen alle Ehre. So, und jetzt geht's mal weiter auf die Vladivostok. Nochmal so einen schönen Brand. Also, man merkt einfach, oh, Ibuki hat jetzt drüben die Rhone rausgeschossen. Man merkt einfach wirklich, man hat es mit dem Gunboot zu tun, ne? Also das Ding ist wirklich, wer hier die Guns nicht nutzt auf der Friesland, der macht wirklich was falsch. Hier kann man echt linke Maustaste gedrückt halten und einfach nur raus, 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 raus. Daka, daka, daka pur. So, bisschen rückwärts fahren. Diese Insel ist am Weg. Ja, hier, diese Lenin, der, wie gesagt, macht mir so ein bisschen Kopfzerbrechen. Wenn der da rumdrückt jetzt... Ich habe ja keine Torps. Ich kann mich gegen diese Lenin im Moment überhaupt nicht wehren, wenn der da kommt. Ich kann natürlich schießen, aber... Tja, da kann ich lange schießen, bis ich so eine Lenin klein geschossen habe. So, was macht denn unser Stalingrad? Fährt er direkt an die Lenin ran? Oh, ein Brand. Oh, die haben sich gerammt. Na dann... Okay, dann ist das natürlich alles ganz entspannt. Wir haben jetzt 3 verloren, die anderen haben 3 verloren. Wir sind ein bisschen vorne, weil wir die ganze Zeit mehr Caps hatten. Und ich versuche jetzt hier irgendwie noch auf dieses wegfahrende Schiff, das sich da windet, noch irgendwie einen Treffer zu setzen, um noch einen Brand zu bekommen. Tja, und was macht jetzt unsere Richelieu da vorne? Der drückt hier wirklich komplett raus. Na gut. So, einmal auf die Ibuki. Oh, bleib hier an der Insel hängen. Naja, gut. Da ist man ja relativ schnell weg mit dem Zerstörer. Oh, ein Durchschlag auf die Ibuki und gleich ein Brand. Ja, so soll das sein. So wünsche ich mir das. Also die Yamato ist weit weg. Da komme ich nicht hin. Vladivostok ist weit weg. Da komme ich nicht hin. Auf wen kann ich denn hier überhaupt noch im Moment wirken? Also es wäre schön, wenn unsere Musashi sich da mal so ein bisschen ins Geschehen einbringen würde. Der war schon die ganze Zeit da irgendwie immer da unten und konnte nicht wirklich irgendetwas tun. Also sieht fast so aus, als würde der auf Max Range am besten noch irgendwie mit dem Reichweitenflieger kämpfen. Aber so, naja, das ist nicht unbedingt, wie ich eine Musashi spiele. Aber gut, ich find's nur immer unglücklich, wenn man dann wirklich so ein starkes Schiff hat, das einem nicht hilft. Ja, denn Hilfe könnten wir jetzt hier definitiv gebrauchen. Also unsere Richelieu auf jeden Fall. Ich werde mich hier mal nebeln und mal sehen, ob ich da noch irgendwas tun kann. Aber ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist von der Richelieu. Der fährt da jetzt einfach nach vorne in Richtung Ibuki. Ibuki hat Torps.
Tja, Shimakaze hat jetzt die Vladivostok gekriegt mit dem Torp, das ist sehr gut. Ich wollte gerade sagen, da ist nämlich auch noch dann diese Vladivostok und die Yamato und von der anderen Seite vielleicht noch diese Tirpitz. Ja, und da kommen auch schon Torps von der Seite. Ja, und da hat die Hindenburg die Richelieu dann aber rausgeschossen. So, mal gucken, ob ich jetzt hier an diese Tirpitz rankomme. Tja, nun haben wir 4 verloren, die anderen haben 4 verloren. Jeder hat 2 Caps. Wir sind aber vorne, weil wir eben die ganze Zeit Caps hatten. So, da kommen jetzt Torps. Ja, okay, dann werde ich mal Hydro zünden, denn so eine Ibuki hat ja auch 2 Torpsätze. Also, jetzt mal ein bisschen die Hindenburg bespaßen. Ja, da kommt auch schon der 2. Torpsatz. Dann kann ich mich hier mal ganz entspannt zurückziehen. So, Yamato. 1,5 Minuten Smoke habe ich noch. Und die Yamato rennt, rettet, flüchtet. Also wieder auf die Hindenburg. Ja, da. Was war das denn? Ah, Brand auf die Hindenburg. Da ist die Neptun. Na dann. Mal gucken, ob wir da rankommen. Ein bisschen anders hinstellen. Na, da hat er schon ordentlich einen gefangen. Tja, 2 Nicht-Durchschläge. So, jo, nun ist er raus. Ibuki hat ihn sich geholt. Okay. Also. Hindenburg steht ja fast. Tja, wir haben 5 verloren, die anderen haben 5 verloren. Oh, was kommt denn da jetzt an? Dann muss ich jetzt mal sehen. Ah, die Morgador kommt da. Okay, also. Raus aus dem Nebel. Und weiter auf die Morgador schießen. Ich werde mal sehen, dass ich mich möglichst hier noch im Nebelbereich halte. Also, dass ich den Nebel zwischen mir und dem Morgador habe. Solange ich den sehen kann, kann ich auf ihn schießen, aber er nicht auf mich. So, unsere Shima hat da genebelt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. So, Morgador geht im Moment nur mit der hinteren... im hinteren Geschütz, aber jo, Ausfall, sehr gut. So, durch die Torps ist er durchgekommen. Tja, dann. So, jetzt haben wir auch wieder die Möglichkeit mit 2 Türmen zu schießen. Tja, unsere Shima ist raus. Jetzt sind wir noch zu 5. 5 gegen 7. Ah, wieder ein Ausfall bei der Morgador und ein Brand und dann schießen wir doch nochmal hinterher. Ich weiß doch in etwa, wo der ist. Jo, wunderbar. So, Morgador ist auch raus. 5 gegen 6. Tja, das hätte jetzt auch... Na gut, auf jeden Fall haben wir jetzt immer noch die beiden Caps. Unser Musashi ist jetzt hier auch irgendwie mit angekommen. Na gut. Die anderen haben noch einen Zerstörer, diese Shimakaze. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich muss jetzt einfach mal gucken, wo kann ich sinnvollerweise jetzt noch irgendetwas tun. Also ich brauche ja immer, wenn ich mich irgendwie einnebeln will, einen, der für mich spottet. Das heißt, ich müsste jetzt einfach mal sehen, dass ich vielleicht ein bisschen nach hoch komme zu den Kreuzern. Und dann irgendwie von da oben aus auf die Kreuzer oder möglicherweise auf die Tirpitz. Oh, entdeckt. Okay, dann ist die Shima jetzt hier. So, gleich mal pingen, dass die Musashi weiß. Hallo, da ist irgendwas. Da ist die Shimakaze. Okay. So, also. Die Torps haben wir gespottet. Alles gut. Wenn die Musashi jetzt nicht die ganze Zeit da rückwärts fährt. So, und jetzt muss ich natürlich jetzt sehen. Okay, der scheint da irgendwie wegzufahren. Ich weiß nicht, sonst hätte ich ihn ja getroffen. Aber mein Hydro ist gleich soweit. Also, erstmal beide Waffen auf die Seite. Seine Torps sind raus, er ist jetzt mehr oder weniger hilflos und wenn ich ihn jetzt hinter dem Nebel kriege, dann bin ich ja noch nicht mal gespottet. Und da ist die Shima, so komm. Oh, das ging ja nun gar nicht. So, und jetzt hier erstmal nur mit den vorderen Guns. Ausfall. Na und, jo, da haben wir die Shimakaze. Und so, dann können wir jetzt natürlich hier auch mal sehen, dass wir hier irgendwie weiterkommen. Tja, die Musashi ist scheinbar rückwärts gefahren, kommt da aus den... Oh, die Ibuki. Okay, also jetzt werde ich dann mal sehen, dass ich den Nebel so ziehe, dass ich den in den Shima-Nebel quasi überleiten kann.
Brand auf die Ibuki. Da muss die Musashi erstmal da hinten jetzt alleine spielen. Und einer, der so sehr auf den Nebel jetzt zufährt, der hat Hydro. Die Ibuki scheint offensichtlich kein defensives Flakfeuer zu haben. So, hier nochmal auf die Hindenburg. Der scheint Hydro an Bord zu haben. Also muss ich hier weg. Sonst macht er mich gleich auf. Wenn ich da stehe und dann einfach eine Ibuki... Ne, der haut mich mit einer Salve raus. Ja, wieder ein Brand. Sehr schön. So. Tja, nun bin ich natürlich hier entdeckt. Die Tirpitz spottet mich offensichtlich. Jetzt ist auch Hydro an. So, komm. Go, 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 Friesland. Yo, Ibuki ist raus. So, und jetzt können wir hier auf die Hindenburg auch nochmal. Ja, natürlich. Da hat sich dann eben auch nochmal die Tirpitz eingemischt. Oh, AP. Ja, das ist natürlich sehr schön. Das kann ich einigermaßen ab. So, und ich fahre jetzt da weiterhin spitz auf den zu. Oh, jetzt kommt HE. Oh, 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 oh. Eindrehen. Jo, da trifft er natürlich. Aber, oh, ein Brand. Komm, weiter, 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 weiter. So, nochmal wieder reindrehen. Jo, überlebt. Und, jo, da haben wir ihn. Und die Krake ist freigelassen. Und Torps. Aber, jo, die laufen aus. Wow, 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 wow. 3 gegen 3. Eben waren wir wieder hinten. Aber wir haben 3 Caps. Die anderen haben es nicht geschafft, die zurückzuerobern, nachdem wir es bekommen hatten. A war sowieso für die klar. Aber B und C war auch überhaupt kein Thema für die. So, und hätte ich jetzt Torps, würde ich logischerweise an diese Tirpitz da ranfahren. Aber ich habe keine. Und HP habe ich auch nicht mehr wirklich. 1147. Ah, da kommt aber noch die Yamato. Na, vielleicht können wir die 100.000 noch voll machen. So, hier ist doch eigentlich ein nettes kleines Plätzchen. Gucken wir mal. Mal sehen, ob da was geht. Ja, ich werde nicht gespottet. Kann halt auch ohne Nebel jetzt hier schießen. So. 2 Nichtdurchschläge, 5 Nichtdurchschläge. Ja, wie wäre es dann mal mit ein bisschen Schaden? 9 Nichtdurchschläge, wow. 11, ja, das wird immer besser. 14, großes Kino. Und 16, ja, also, okay, dann eben nicht. Tja, das waren dann 94.998 Schaden bei 365 Zieltreffern. 10 Ausfälle haben wir erzeugt, 5 Schiffe zerstört, 12 Brände gelegt, 4-mal die Basis verteidigt, eine Basis erobert, 5 Schiffe aufgeklärt und wir haben natürlich dann die Krake freigelassen bei 5 Schiffen, die wir versenkt haben. Ja, 12 Brände auf dem DD, das ist schon mal eine Hausnummer. Auch wenn man natürlich prozentual das jetzt nicht auf die Zieltreffer runterbrechen darf, weil dann ist es eben doch relativ wenig. Aber wollen wir mal gucken. Oh, 450 Basiserfahrung bringt uns hier auf Rang 1. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr schön. Und hier können wir nochmal genau gucken. Also 500.000 potenziellen Schaden haben wir bekommen. Jo, ist ja klar, wenn man da mal gesehen wird, schießen auch viele auf die Friesland. 1648 hat das Ganze gedauert. Tja, mit der Hauptbatterie 70.000 Schaden und durch Brände 24.881 Schaden. Ibuki versenkt, Black versenkt, Mogador versenkt, Hindenburg und Shimakaze, also alle 3 gegnerischen DDs haben wir versenkt. Das kann man mit der Friesland schon mal machen. Ja, sehr schön, sehr schön. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. So Friesland auch, wenn kein CV im Spiel war, dem ich vielleicht jetzt gerne mal ein paar Flieger noch mit zusätzlich abgenommen hätte. Aber möglicherweise hätte ich es dann noch nicht überstanden. Also, alles ist gut, finde ich. Wenn dir auch gefallen hat, was du gesehen hast, gib dem Video doch einen Daumen hoch. Abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Schau auch gerne mal live auf Twitch rein. Link findest du unten in der Videobeschreibung. Schreib gerne in die Kommentare, was du so von der Friesland hältst. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal.